Hallo, Minecraft-Freunde. Bei Jonas lief ja eben nicht so gut. Nö, also Als wir uns an der Oberfläche war. gesehen haben. Wollte dich gewinnen lassen, deswegen habe ich so schlecht getroffen. Aber du hast mich damit wirklich erschrocken. Also hättest Ich du habe besser mich. getroffen, schätze ich, wäre ich sogar gestorben gegen dich. Ja, also ja. Lala, ein schöner Tag ist das. Ja. Ich freue mich wirklich auf Battle, mit dir Team sein zu dürfen. Also wenn wir in irgendeins mitmachen. Wir wissen ja nicht, ob wir dann das eine dabei sind. Okay, Solo wissen wir. Ja, in Solo. Da können wir zwar dabei Discord sein, aber wir teamen halt nicht richtig. Genau. Das andere One Life wissen wir auch nicht jetzt, ob so hundertprozentig startet. Ja. Ist doof. Weil Jonas, wärst du nicht am Spawn vorbeigelaufen, schätze ich, hätte ich dich nicht mal bekommen. Wie bitte? Wärst du nicht beim Spawn lang gelaufen, schätze ich, hätte ich dich nicht bekommen. Gut möglich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei Herzen. Da Oder ich was drei. essen musste. Ah ja. Ich aber auch. Ich hätte beinahe nicht mehr sprinten können. Okay. Ich habe dann einfach am Spawn was gegessen. Dadurch konnte ich dir weiter hinterherrennen. Ich glaube, ich hatte da drei Hungerkeulen. Nee, vier. Oder dreieinhalb, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht viele. Ja, wollte gerade sagen, auf jeden Fall nicht viel. Vielleicht bin ich ja so ein kleiner Pascal, weißt du? Ja, das kann natürlich auch sein. Das würde ich natürlich nicht befürworten. Spider-Kuh. Du hast übrigens auch eine Enderperle von mir bekommen. Ja. Das habe ich gemerkt, als ich sie aufgesammelt habe. Wollen wir uns denn noch mal treffen, Junge? Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch zwei.
Würdest du dich denn gern treffen wollen? Nachher. Okay. Hast du gerade nicht so die Lust? Nee. Verstehe ich, verstehe. Der schöne Schleim, Alter, macht solche dummen Geräusche. Ich weiß nicht, worauf ich mehr vertrauen soll, Jonas. Eins oder zwei? Auf drei. Also nehme ich eins, okay. Macht Sinn. Ja, macht es auch denn. Eins wäre eins, zwei wäre zwei, drei wäre eins, vier wäre zwei. Und 4 wäre wieder 2. Ja. Also alle geraden Zahlen wären zwei gewesen. Simply Math. Also ich bin Mathe-Genie. Florian ist hochbegabt. Danke. Du bist nicht der Erste, der das zu mir sagt. Oh. Okay. Fährt auf die Arroganzschiene. Ich bin nachher gespannt, wo du sonst noch überall warst. Das ist gefühlt das, worauf ich mich am meisten immer freue nach dem Battle. Sehen, wo der Gegner war. Wie oft man sich an ihn doch vorbeigegraben hat. Ja, ich finde das immer witzig. Wenn man so achtmal einem Gegner vorbei ist, so beide graben sich zickzack, aber genau andersrum. Oh, hatten wir nicht ein Battle, wo man sich zweimal irgendwie nur zwei oder drei Blöcke verfehlt haben vom Bauen? Ja, von den Gängen her, genau. Die haben die Gänge Also da, aneinander vorbei. genau, aber wir waren nicht in den, nur alle eine waren in der andere wir weg vom anderen Gang. Genau. Ich habe das mega gefeiert, als wir das gesehen haben. Dass die einfach wortwörtlich aneinander vorbei. Oh, was ist das denn für ein offener Eingang? Was für ein offener Eingang denn? Glaube, ich habe eine nächste Base gefunden. Komm mal raus hier. Was für ein Eingang ist das denn? Was ist los hier noch? Nix, nix, nix. Hast du denn eine Base gefunden? Überlege ich gerade. Warum überlegst du? Hau raus. Beschreib die Position. Oder was? Im Was ist es? Wald. Ein Wald. Und wo? Was für ein Eingang ist das denn? Okay, ich habe noch nichts gefunden. Nicht? It's a prank. Okay.
Jonas. Hä? Was ist ja. Was ist denn hier los? Was denn? Das verwirrt mich gerade wirklich. Der erste, das ist gefährlich. Ach, hier war die, ach, hier war die, deine Base. Welche? Genau, Alter, ich bin wieder in der Schlucht fahren gegangen. Ah, jetzt hast du wieder die Base gefunden von mir. Ja. Ich dachte, hier gibt's noch irgendwas. Gibt es vielleicht auch. Sehe ich. Höre ich. Warum? Weil ich jetzt wieder so. Ja, nee, ich bin ja nicht an der Oberfläche. Nee, ich bin in deiner alten Base gerade gewesen. Ich glaube, du hast meine Base gelootet. Ah, nee, weil die habe ich hier gelootet. Nee, also ich habe das Essen aus den Öfen genommen. Aber deine richtige Kiste nicht gefunden. Da war noch eine, oder? Ja, ja. Ja, wusste ich, aber ich hatte keinen Bock zu suchen. Und es wäre auch zu asozial gewesen. Hätte ich dir jetzt komplett gelootet, oder? Ich habe eigentlich auch nur gewartet, bis du da wieder weg bist. Dann hättest du gar nichts mehr gehabt. Ja, da war nämlich noch mein Dia-Equip drin. Tatsächlich. Vielleicht. Ja, ich sag, du hast bei dir drin. Mindestens. Ich hab's gut raten. Ich weiß, ich bin talentiert und so. An sich bin ich im Glücksspiel eigentlich relativ gut. Ja, nicht stimmt. Ah ja, da ist meine Base. Nein, so nicht. Irgendwo hier hast du dich einfach durch den Berg gegraben. Ich dachte, das warst du. Nee. Ich weiß nicht, ob ich das war, aber ich dachte, das warst du. Und dann habe ich mich da lang gegraben, da ich dachte, du hast keine Ahnung, du hast ganz genau deine Base einfach offen gelassen. Nee, ich... Aber ich war nicht im Schwarzrechenbiom, das ist es ja. Und ich dachte wirklich, dass du dort irgendwie deine Base oder so hast. Nein, ich hier nicht. Ich war dann dort gucken, weil es halt so einfach durch den Berg ging. Wie gesagt, ich dachte, das warst du. Aber es kann auch, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich das war. Nein, das ist halt zu lange her für mich. In mein Gedächtnis. Wenn ich mich auch eine ganze Zeit lang auf eine Sache konzentriere, dann öffnet mein Mund immer. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auch wie so ein Behinderter bin aus der. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wie ein Behinderter aussehe, aber das passiert mir auch an sich, wenn ich mich irgendwie konzentriere, teilweise bleibt dann einfach mein Mund offen. Ja, ja, kenne ich. Und dann habe ich immer das Gefühl, Ja, ja, genau. Das Leute so denken. Eins zu eins. Also, was mache ich jetzt hier? Deswegen habe ich keine Facecam. Würde ich so eine Facecam haben, würde ich so fast die ganze Zeit immer drauf und so. Wie sagst du, ich stelle mir das richtig witzig vor. Du siehst von, dass alle fragen würden, hast du eine Behinderung? Du sagst, ich würde immer antworten, ja, Problem damit. Und dann müssen die immer so, nein, ich habe nichts gegen Behinderte, aber... Ich bin ja kein Nazi, aber... Ja, genau sowas. Sowas sagen die im Osten. Ja. Dafür lieben wir den Osten. Guck gleich. Wie sieht's denn bei dir aus, Jonas? Bist du dann schon wieder bereit, dass du mal wieder hochgehen könntest? Dunkel sieht's bei mir aus. Ich grabe mich gerade durch Gänge. Oh, also bist du bei mir.
War vorhin auch eher zufällig, dass ich dich getroffen habe auf dem Berg. Ja, aber ich nur dachte, dass ich nach einer neuen Base gesucht. Das hat deine Position so ein bisschen gecallt. Ich wusste auch nicht, dass du direkt bei mir bist. Nee, ich war nicht direkt bei dir. Ich bin aus meiner Base raus und zu dir. Ja, ich war derzeit noch in deiner. Ja genau, du sagst, du bist in meiner alten Base. Dann bin ich raus. Und bin zu dir gelaufen, also zu meiner alten Base. Und dann habe ich da deinen Namen gesehen, aber zu spät, sodass du mich auch gesehen hast. Ich habe erst irgendwas graus gesehen, wusste aber nicht genau was, und dann eine Sekunde später, ach. Das ist der Florian. Dann dachtest du, ach, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Schön, dass er sich auch mal blicken lässt. Und ich war erstaunt, dass du so dumm hochgelaufen bist. Ich dachte, du rennst weg. Das war das, was ich dachte. Oh lol. Ne, ich bin hinterm Baum, hab angefangen zu sneaken, weil ich gucken wollte, was du machst. Und dann läufst du mir plötzlich einfach oben ins Schwert. So halt gefühlt wortwörtlich. Ich glaube, das ist das erste Mal in einem Minecraft-Battle, dass ich Kohle am genug Kohle hab. Was hast du? Genug Kohle. Achso, ich hab verstanden, dass ich mal nicht genug Kohle hab. Ne, ich habe ausnahmsweise genug Kohle. Das habe ich sonst gefühlt nie. Falls ich dich jetzt besiegen sollte, was ich höchst unwahrscheinlich denke, dann habe ich noch einen Plan B, weil wahrscheinlich ist dann Polen offen. Warum? Naja, dann gehe ich halt nochmal neu farmen, weil ich dann eine Idee habe. Aber das kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber ich besiege, musst du wahrscheinlich neu farmen oder hast Backup gekriegt. Neu farmen, ey. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ach. Ich bin vorhin wirklich am Spawn gespawnt. Ich habe zwar ein Bett platziert, aber... ich hatte keinen Bett platziert, weil ich hätte die Wolle in meine alte Base gelassen. Beziehungsweise ich würde hochkommen, aber halt mit Eisenkopf. Abhängig, wenn du jetzt mit dir kämpfst, weiß ich nicht, ob ich direkt hochkommen würde. Ich weiß nicht mal, was ich für Equip habe. Deswegen. Dia kann ja auch gelogen sein. Wenn du jetzt mit dir kämpfst, meine ich jetzt mal, sicher im Kampf dann. Dann würde ich wirklich nochmal fahren. Also wenn du jetzt full die bist. Und wenn du nur so leicht die bist, würde ich es halt mit anderen PvP-Varianten, also Battle PvP oder so. Dann würde ich so probieren. Ich nahm mir gerade eine unnötige Taktik, aber ich hoffe mal, dass es vielleicht klappen könnte. Ich guck mal, wie lange die Aufnahme geht. 18 Minuten, gut. Ich gehe gleich auf Klo nochmal und dann gehe ich wieder hoch. Schon wieder? Ja. Wo ich nicht mal was getrunken habe, aber dann gehe ich hoch. Gut, dann würde ich sagen. Ich kümmere mich noch, ich nehme jetzt noch alles, dass ich dann wirklich nächste Folge direkt hoch kann. Ich bin dran. So. Und so. Ja gut. Dann würde ich sagen, war das mit der Folge. Haut rein. Genau. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis gleich. Also bis morgen dann. Und für euch bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao.